Der Abstract Daddy ist ein Bossgegner in Silent Hill 2 und taucht außerdem in kleinerer Version im Lakeview Hotel auf. In diesem Video erfahrt ihr mehr über sein Aussehen, über seinen Charakter und wie man ihn bekämpft, sowie was er symbolisiert. Viel Vergnügen! Der Abstract Daddy sieht aus wie zwei verschmolzene Kreaturen in einer sexuellen Position unter einem Bettgestell. Sie sind durch Fleisch gefangen, was alles miteinander verbindet. Aber so wie wir den Abstract Daddy sehen und auch so wie James sieht, ist nur die halbe Wahrheit. Denn laut Masahiro Ito sieht Angela den Abstract Daddy ganz anders. Leider ist unbekannt wie. Er hat nur erwähnt, es ist viel schlimmer. Wie verhält sich der Abstract Daddy aber? Seine Angriffe sind sehr übersichtlich. Er hat nämlich nur einen einzigen. Er steht auf und deckt James' Kopf ab, um ihn zu schaden. Als Bossgegner hat er mehr Leben, aber ist langsam, während seine kleinere Version im Lakeview Hotel weniger Leben, aber dafür schneller ist. Die beste Möglichkeit ist es, gar nicht erst in den Nahkampf mit ihm zu gehen, sondern ihn aus der Ferne zu töten. Außerdem greifen die Abstract Daddies im Lakeview Hotel nur an, wenn sie provoziert werden. Was symbolisiert aber der Abstract Daddy? Er symbolisiert vor allem Angelas Trauma, ihre Vergewaltigung durch ihren Vater und ihren Bruder, was aber nur durch James' Sicht der Fall ist. Die untere Kreatur repräsentiert Angela und ihr Leiden durch die Vergewaltigung. Das Aussehen aus James' Sicht wurde durch Mary manifestiert, welche ans Bett gefesselt war, weswegen beide Monster in Anführungsstrichen unter einem Bettgestell sind. Deswegen trifft man sie auch in einem Hotel und nicht bloß neben Angela oder im Labyrinth. Angelas Sicht scheint Masahiro Itos Meinung nach auch viel grausamer zu sein als das, was der Spieler und James sehen. Der Raum, in welchem der Bosskampf stattfindet, repräsentiert wahrscheinlich Angelas Uterus oder Mutterleib. Die Löcher mit den drückenden Kolben symbolisieren den schmerzhaften Akt aus Angelas Perspektive. Ist das ein automatischer Akt, dem sie nicht entfliehen kann? Die Anzahl der Kolben stellt vermutlich dar, wie oft es passierte. Später bei der brennenden Treppe finden sich außerdem zwei gehäutete, kastrierte Körper an der Wand, welche Angelas Vater und ihren Bruder symbolisieren. Was sie sich den beiden wünscht für das, was sie getan haben. Auch da haben der Spieler und James vermutlich eine ganz andere Sicht von dem, was sie sehen. Und Angela hat eine ganz andere, vielleicht grausamere Sicht. Übrigens ist der Abstract Daddy das einzige Monster im Spiel, welches nur in der Otherworld angetroffen wird. Und das Aussehen sowie der Symbolismus basieren vermutlich auf ein Gemälde von André Messens, nämlich Die Piano Tau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch amüsiert und wir sehen uns bald, meine Freunde. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen.